Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch »Worum trauerst du?« aus dem Goldmann Verlag näher zeigen. Das Buch hat 384 Seiten und kostet 16 Euro. Es sind ein paar Bepper, lasst euch nicht abschrecken, ich werde nicht alles daraus vorlesen, einfach nur für mich als Hilfe zum Orientieren. Aber hier gleich zum Einstieg finde ich diese Passage unglaublich treffend formuliert. Um die Trauer ranken sich viele Mythen und falsche Vorstellungen, die den Eindruck erwecken, sie laufe nach einem bestimmten Schema ab. Viele meinen, dass ein Verlust vom Typ X immer Trauer vom Ausmaß Y auslöst oder dass man einfach die einzelnen Phasen der Trauer durchlaufen müsse, bis sie überstanden sei. Aber Trauer ist nicht vorhersehbar oder gleichförmig, sondern extrem unterschiedlich und individuell. Aufgrund dieser Individualität ist Trauer schwer zu verstehen und viele Betroffene sind ratlos, wenn das, was sie empfinden, nicht ihren Erwartungen entspricht. Oft fragen sie sich, ist das normal oder werde ich langsam verrückt? Das Buch ist übrigens wie folgt aufgeteilt. Zeige ich auch mal kurz hier. Es gibt Teil 1 mit den Grundlegenden zur Trauer, dann Teil 2 das breite Spektrum der Trauer und mit vielen Erfahrungen und Teil 3 Umgang mit der Trauer mit Anregungen zur Trauerbewältigung. Das heißt, man kann auch gleich dort einsteigen, wenn man möchte. Was ich auch wahnsinnig wichtig fand, weil vieles oder vielen das gar nicht bewusst ist hier, viele meinen, dass es beim Trauern darum geht, einen bestimmten Verlust zu bewältigen und natürlich spielt das eine große Rolle. Allerdings trauert man immer auch um sich selbst, denn der Verlust verändert dich und deine Welt. Ein Verlust ist wie ein Tornado, der mitten in dein Leben fährt und alles, was er trifft, in winzig kleine Stückchen zerschlägt, die sich unmöglich wieder zusammensetzen lassen. Natürlich wiegen manche Verluste schwerer als andere, doch selbst kleine Verluste können deine Selbstwahrnehmung und dein Weltbild erschüttern, dass sie deine Glaubenssätze ändern und sich darauf auswirken, wie du Sicherheit, Vertrauen, Sinn und Bedeutung siehst. Auch sehr wichtig, diese kleine, aber bedeutende Passage hier. Ganz ehrlich, die allermeisten Menschen glauben einige dieser Mythen, denn solange man sie noch nicht am eigenen Leib erlebt hat, kann man nur vermuten, was Trauer wirklich bedeutet. Und ganz ehrlich, genau so ist es. Hier fand ich einfach den ganzen Absatz sehr wertvoll und will ihn mit euch teilen. Trauer ist eine universelle menschliche Erfahrung und doch ist sie individuell ganz unterschiedlich. Selbst wenn zwei Menschen denselben Verlust erleben, reagieren sie darauf nicht gleich. Zum Beispiel, wenn Geschwister um den Tod der Eltern trauern oder Kollegen gleichzeitig ihren Arbeitsplatz verlieren. Wie dein Blick auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durch den Verlust geprägt wird, hängt von vielen Faktoren ab. Eine entscheidende Rolle spielt dabei, welchen Stellenwert die Sache oder die Person, die du verloren hast, in deinem Leben hatte. Fast genauso wichtig ist jedoch dein ganz persönlicher Umgang mit Schicksalsschlägen und Verlusten. Dieser wird von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter deine individuellen Bedürfnisse, deine Bewältigungsstrategien, dein Unterstützungssystem, dein Zugang zu Ressourcen, dein Trauerstil, frühere Traumata und Verluste sowie der größere gesellschaftliche und kulturelle Kontext, in dem du trauerst. Bei diesen 64 Dingen, Sekunde, 64 Dingen, die wir gerne über Verlust gewusst hätten, habe ich euch mal zwei ausgesucht, die mich persönlich am allermeisten angesprochen haben. Und zwar hier, die Fragen, warum und was wäre, wenn, lassen sich nicht beantworten. Du musst lernen, ohne die Antworten zu leben, ganz einfach. Ja. Es ist in Ordnung zu leben und zu lachen, während du trauerst. Man kann zwei scheinbar widersprüchliche Gefühle gleichzeitig empfinden, fand ich auch sehr, sehr interessant. Stimmen übrigens aus der Online-Community What's Your Brief, der von vielen, von diesen beiden Autorinnen ins Leben gerufen wurde, sind übrigens wahr, also tatsächlich aus dieser Community, also hier auch ein sehr wichtiges, also dass ihr es nochmal kurz versteht, diese 64 Sachen, die wir gerne über Verlust gewusst hätten, stammen aus diesem Online-Community-Forum, die diese Autorinnen, die beiden hier, Hayley und Williams, ins Leben gerufen haben. Also sind nicht von den beiden einfach hier niedergeschrieben worden. So.
Jetzt zurück zu dem. Trauer ist sehr verschieden und in diesem Kapitel habe ich diese hier zum Beispiel ausgesucht, weil viele diese Art von Trauer nicht nachvollziehen können, sie aber genauso existiert. Und zwar Trauer um einen Menschen, der physisch anwesend, aber psychisch abwesend ist. Das heißt, diese Trauer tritt auf, wenn jemand nach wie vor Teil deines Alltags ist, sich aber kognitiv oder psychologisch so verändert hat, dass sich die Veränderung auf die Identität dieser Person und damit auch auf eure Beziehung auswirkt. Der Mensch ist zwar noch physisch anwesend, doch du trauerst um den Verlust der Persönlichkeit, die er früher hatte, und um eure frühere Beziehung. Typische Beispiele sind die Trauer um Alzheimer oder Demenzkranke, Drogenabhängige oder Menschen mit akuten psychischen Erkrankungen oder schweren Hirnverletzungen. Finde ich auch interessant. So wie eigentlich sehr, sehr viel in diesem Buch, muss ich ehrlich sagen. Zum Thema Schuldgefühle habe ich das hier für euch mal ausgesucht. Schuldgefühle treten in der Trauer zwar sehr häufig auf, doch es ist gar nicht so leicht, damit umzugehen. Andere empfinden sie oft als unangenehm und reagieren ablehnend. Wer Schuldgefühle äußert, muss nur zu oft hören: Ach, hab doch kein schlechtes Gewissen, vergiss es einfach, es ist nicht deine Schuld. Das wird meist mit den besten Absichten geäußert, doch niemand hört gern, dass das, was man fühlt, nicht richtig ist. Außerdem ändert das in der Regel nichts an den Schuldgefühlen. Gefühle lassen sich nun einmal nicht auf Kommando abstellen. Eines möchten wir klarstellen, es ist in Ordnung, ein schlechtes Gewissen zu haben, wirklich. Aber es ist auch wichtig, diese Schuldgefühle zu verstehen, zu hinterfragen und damit umzugehen. Dazu auch sehr interessant hier. Genau, ungeschehen machen. Wenn man sich gegenüber einem anderen Menschen negativ verhalten hat oder unangenehme Gedanken über ihn hatte, können sich Schuldgefühle einstellen. Dann versucht man vielleicht, das Verhalten durch entgegengesetzte Taten oder Gedanken ungeschehen zu machen. In der Trauer kommt dieses Phänomen in vielerlei Hinsicht zum Tragen. So bereuen viele etwas, das sie verstorbenen geliebten Menschen einst gesagt oder angetan haben und sind deshalb bemüht, im Nachhinein nur noch gut von den Verstorbenen zu sprechen. Auch interessant sind die Gründe, warum es so wirken kann, als hätte man deine Trauer vergessen. Und zwar, niemand erkundigt sich mehr, wie es dir geht. In schweren Zeiten sind Freunde und Angehörige anfangs oft sehr hilfsbereit, meistens etwa einen Monat lang. Dann lassen die Hilfsangebote nach, man erkundigt sich nur noch selten, wie es dir geht. Und irgendwann hast du das Gefühl, dass alle vergessen haben, was du gerade durchmachst. Weil du ein Lächeln zeigst und dich nicht verkriechst, geht man davon aus, bei dir sei alles in Ordnung. Trauer ist eine innere Reaktion auf einen Verlust. Manche machen das, was sie erleben, nach außen hin sichtbar, viele jedoch nicht. Leider wird es immer Menschen geben, die davon ausgehen, dass in deinem Innern wieder alles in Ordnung ist, nur weil es von außen so scheint. Die Wirklichkeit sieht leider oft ganz anders aus. Das hier hat mir ein wenig Mut gemacht, muss ich sagen. Wenn du deinen Fortschritt in Sachen Trauer wirklich messen willst, solltest du dich unserer Ansicht nach am Beginn deiner Trauer orientieren. An deiner Verfassung unmittelbar nach dem Verlust oder in der Phase, in der du die Trauer am schlimmsten empfunden hast. Selbst an besonders schwierigen Tagen wirst du, sobald du auf den Anfang zurückblickst, vermutlich erkennen, dass du schon viele Schritte nach vorne gemacht hast. Das fand ich wirklich als einen sehr guten Rat. Hier übrigens einige Beispiele dafür. Wenn du weißt, dass du in der Trauer Fortschritte machst, wenn, für mich jetzt zum Beispiel, wenn du deine Geschichte erzählen kannst, ohne dass es dich emotional zu sehr belastet, oder wenn du keine Panikattacke mehr bekommst, sobald du Orte oder Gegenstände siehst, die dich an deinen Verlust erinnern. Oder auch hier, wenn du nicht mehr darüber nachdenkst, was hätte sein können oder sollen, sondern akzeptierst, wie es ist. Ja, ich habe die hier ausgesucht, die mir ja persönlich bis heute nach 6 Jahren des Verlusts meines Papas noch immer sehr zu schaffen machen, muss ich sagen. Deswegen habe ich jetzt die mal rausgesucht. Ansonsten hier habe ich noch für euch die Anmerkung im Club der Trauernden. Ist ein sehr, sehr gutes Buch. Ich habe darüber auch ein Video gemacht, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Genau, dann, ja, das Buch an sich beinhaltet viel Lesenswertes zu dieser sehr schwierigen Thematik und bringt viele Gefühle zum Vorschein. Manchmal tat es gut, etwas zu lesen, was einen selbst betrifft und man fühlt sich weniger allein damit und manchmal verfällt man einfach in traurige Stimmung. Ob das Buch helfen kann, kann ich nicht beurteilen, aber ich denke auch nicht, dass es sowas wie das Buch überhaupt gibt. Genau. Schön fand ich, dass hier nicht von Trauer bewältigen, sondern Trauer zu ertragen bzw. damit umzugehen gesprochen wird. Das genau ist es nämlich. Man bewältigt sie nicht. Man versucht Tag für Tag aufs Neue mit ihr zu leben. So empfinde ich das zumindest. Den Link zu diesem Buch findet ihr wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine anderen Videos an und schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie es euch mit dem Thema geht, welche Bücher ihr gelesen habt, was ihr empfindet. Wir können uns sehr, sehr gerne darüber austauschen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut.